Dings machen. Ich mache jetzt gleich mein Intro, weil das wird nämlich, ich habe nämlich ein Skript. Jo, servus Leute, der Ubi ist mal wieder on the road. Heute macht er eine ganz crazy Sache, das nennt sich, hat er jetzt selber erfunden. Wie wollte ich sagen? Clubhopping. Jetzt befindet er sich noch auf der Schlanitzner Alm und zack, und schon in Landskron. Wir fahren jetzt einmal zur Bike-Station und dann schauen wir mal, ob wir den Harry überraschen können. Also gut, dann schauen wir mal rein in die heiligen, Hallen. Servus, alles gut? Servus. Ihr könnt ja nicht ohne mich sein, oder? Das war klar, oder? Nee. Oder? Wir haben ihn gefunden, die läuft schon. Pass mal auf. Also jetzt, wir haben ihn gefunden und überrascht, sozusagen. Ich bin zurück. He's back. Er ist zurück. Ich auch. Der beste Mountainbiker der Welt. Und mein er Mountainbike wird Guide, bitte. Mein Mountainbike Guide. Und Mountainbiker. Und, ja, genau. Und er wird uns heute und einige andere Hotelgäste, denke ich, begleiten auf der sagenumwogenen, legendären, oft kopierten, exorbitanten, oft kopierten, nie erreichten, mysteriösen Fahrt um den Fagersee. Also, habt genauso viel Spaß wie mir. Das wird auf alle Fälle ein schöner Tag. Also, man sieht sie. Ciao.
So, jetzt. Die anderen machen eine Asphalttour. Und der Harry, der schickt mir natürlich gleich mal wieder Richtung Single Trail. Yeeha! Gucken. St. Niklas. St. Niklas, St. Niklas. Yippie. Sehr schön. So, super, jawohl. 38 Kilometer. Yes. Also, wir sind zurück. Keine Ausfälle zu verzeichnen. 35 Kilometer. 220 oder 250 Kilometer, sowas, einwandfreie Sache. Und irgendwo zwischen der Turbokurve und dieser Behelfsbrücke habe ich wohl irgendwann Single Trail freigeschalten und den bin ich dann natürlich noch runtergefahren, ne, wenn ich da schon mal so weit bin. Ne. Und dann müssen wir mal schauen, was für Szenen dabei rausgekommen sind zum Schluss. Und dann schön, dass ihr dabei wart. Also Servus. Bis zum nächsten Mal. Servus! Ach, was ich noch vergessen habe, das Wort zum Samstag. Was ist nur ab der Door Wrestler? Das ist einer, der wohl sich nicht eigentlich nicht so gut auskennt. Das ist einfach ein Thüringer. In diesem Sinne, ciao!